Augenbrauen. Noch mehr 40 Varianten. Das ist gut. Nehmen wir. Kleiner Moment. Das ist gut. Aber trotzdem. Also wir können ein bisschen dichtere Augenbrauen nehmen. Also nicht so ein kleiner Strich. Ja. Du fünfmal merken. Ach, die guckt dann immer aus. Nein, durch den Gesichtsausdruck ändert sich das da. Die Augenbrauen ziehen mit. Steal yourself, das sieht zum Beispiel sehr cool aus. Die fünfmal merken. Trauriger Blick, nein. Das ist alles nicht so pralle. Bis jetzt haben wir noch einen Favoriten. Eine Augenbraue hoch, eine runter. The Rock. Noch die andere. Hier verändert sich an Augenbrauen nichts, nur die Stirn gehen ein Stück weit zusammen. Mach mal 5 und wir können ja die Dichte von der Augenbraue wahrscheinlich noch ein bisschen. Also wir nehmen die Entscheidung für die 5. Ja, schon wieder vertikale Ausritt. Desto so enger, desto so grimmiger. 2. Nee, mach du bitte. Stein. Ja, ich würde schon ein bisschen größer machen, oder? Ja, sonst verschmelzt sie fast mit den Augen. So. Ja. Ach. Damit können wir so markant machen, wenn wir so möglichst dunkel. Aber ehrlich gesagt erscheinen die Augen mal ziemlich schwach. Nicht zu dunkel, es muss schon zu unserer Haarfarbe passen. Also möglichst was Braunes. Das Dumme ist, dass man bei solchen kleinen Details kaum einen Unterschied erkennen kann. Vielleicht ziehen wir die Augen mal hoch, dann sehen wir das besser. Braun. Ich werde trotzdem für braun bleiben. Ja, wir nehmen das jetzt einfach. Einverstanden. Steht. Okay. Nein. Fonce! Nasi Goreng! Wir gucken. Also ein Zinken darf es auf keinen Fall sein, aber auch keine gerümpfte Nase. Sexuell. Kannst du es mal seitlich machen? Ja, stimmt. Ja. Ja. Der ist schattig so. Ist aber ein schmucker Kerl, oder? Ja. Bis jetzt. Schweinsnase? Das ist eine Stupsnase, die da auf gar keinen Fall dazu passt. Zu groß, zu unförmig, zu eingefallen. Nee, sieht aus, als ob er schon was aufs Maul bekommen hätte. Aha, okay. Das Pinocchio. Spitznase. Okay. Nee. Zu groß. Zu breit. Ja, die auch. Die 30 vor mir? Nee. Also ich fand oben hier. Gucken wir doch mal nach oben. Seht ihr, wie viel Zeit man in einer Charaktererstellung verbringen kann? Gut. Ich überlege.
Parallel wegen den Details haben wir bei Frisur Details hier? Eine Haarfarbe. Nase, Mund, gleich sind, ist der Kopf fertig. Naja, bei so vielen Neuern. Kopf. Kommt der Körper? Arme, Hände, Bauch, Brust. Na, hoffentlich. Puller, Mann! Natürlich werden wir uns auch da sehr viel Mühe geben für die weiblichen Fans unter uns. Lass das. Wenn dir nichts Besseres einfällt, kannst du es bleiben lassen. So, der Mund. Das sind zu breite Lippen, definitiv. Gehen wir wieder ganz chronologisch durch. Das ist zu klein, der Mund. Puder. Hängelippe. Das ist ja heftig. Das ist ein typischer Kussmund. Steal yourself for combat! Steal yourself for combat! Hast du das gesehen? Steal yourself for combat! Nee. Der weiße 10 habe ich gesehen. Ja. Der 13? Nein. Warum nicht? Fällt mir nicht. War das Vormerk? Ja. Ja, so lachen ist sie, passt ja eigentlich auch ein bisschen zu den grimmigen Augen. Alles, nicht, dass es dann ein bisschen überheblich wird. Also 22 dann. Das sieht ja gut aus. Das sieht gut aus, vor. Bevor wir uns noch weiter was? Ja, wie war. Bevor wir uns noch weiter verheilern. Das war auch wieder zu schnell. Natürlich die vertikale Ausrichtung. Ja. So hoch wie möglich. Ja, klar. So, das war's, ne? Gekauft. Nein, die Ohren noch. Sind nur 16. Ja. Gibt's Elben? Mal sehen, ob's meine Ohren gibt. Das erinnert schon. Nee. 4 erinnert schon gut daran. Die 6 noch mehr? Das wird gemerkt. Komm, das muss sein. Nein. Okay. Da haben wir unsere, ja. Unsere Ohren. Er hat bestimmt viele Ohrringe in seinem Leben getragen. Ja. Beim Schwerde. Scheint so. Nee, ja, nee, für die 16 wäre ich doch voll. Mach nochmal hoch. Oder, nee, den neuen Boss, glaube ich. Zu spitz. Also wenn du nicht spitz machen möchtest, ist mir das schon zu spitz. Mach mal neu. Die Ohren fallen mir besser als so ganz runde Ohren. Welche haben wir jetzt? Der 1, oder? Ne, die 5. Ein bisschen breiter als die 5, fände ich. 10? Ich hatte oder der, hier der 11. 11, finde ich. Ja. Aber du hattest eigentlich recht mit den 9 gesehen. Fassade aus. Wir müssten halt nur ein bisschen höher. Das kann man alles nicht. Machbar. Sollen sie in Haaren verschwinden? Nee, aber so andere Haare dran. Eins hoch. Noch ein. Ja. Mhm. So. Position. Oh Gott, jetzt her. Seelohr. Ja, mach. Doch, mach den doch, guck, weil ich da so, Kiefer und Länge zieht und ich finde einen. Das finde ich besser. So, ja. Dann mach aber eins. Mach mal eins nach rechts. Nee, nicht da. Doch, Position. Du bist bei vertikaler Ausrichtung, oder? Mach mal eins. So. Gut. Sehr gut. Die andere Seite auch besser. Gekauft. So, und der Kopf wäre fertig. Den ersten Beifall bitte.
Skaldir. Noch nicht. Körper. Körper. Standardkörper. Okay. Also jetzt die aktuelle Körperwahl. Wollen wir trotzdem nochmal durchgucken? Nee. Vielleicht gibt es noch was, was uns besser gefällt? Mhm. Kannst bei Details mal reinschauen. Das ist bestimmt ja noch was vor. Okay. Nee, wir lassen den. Wir haben uns darauf geeinigt. Statur. Ja, er wurde trotzdem verändert. Die Muskeln sind weg. Ja, die kommen ja dann auch. Nee, dadurch. Ach so. Ja. Na dann. Also aber wir bearbeiten den doch eh jetzt, oder? Dann ist es doch eigentlich. Ja, schon wir müssen trotzdem nochmal wählen, weil unser Standardkörper ist schon weg. Hau drauf. Wir gucken erstmal nach der Größe, wir waren bei 1,90 Meter noch was. Wir waren bei 1,91 Meter. Da ist er. Das ist eine Linie. Weil er ist ein zu groß. Nee. Stimmt ja, aber der 1,91 hat kaum Muskeln. Wir können Muskulatur noch aufpeppen. Ja. Vor allem bei dem. Eindeutig. 120 Kilo bei 1,85 Meter. Was ist das? Der jetzt ganz, ist der typische der ganz links jetzt ist auf dem Bildschirm. Ganz hier. Ja. Wir bleiben bei dem 1,91. Ja. Da haben wir teilweise Muskeln hinterher. Das sieht eigentlich vom Körperhaltung sieht da ja schön komisch aus. Wie der Kopf nach vorne hängt, finde ich schon. So ganz ehrlich. Boah, guck es mal an. Mach mal da eins. Wir brauchen. Oh. Mach mal 1,85. Den, der 1,85 macht. Ne, nicht den. Oder 1,81, ja. Du hast recht, bei unserem hängt der Kopf erstaunlich weit nach vorne. Mach mal den 1,81. Der Unterschied ist ja krass. Mach mal 1,81. Den. Muss ich richtig groß machen? Hm. Lieber nicht. Noch eins, den. Ja, da sind die Muskeln noch, kommen die Muskeln noch etwas betonter. Okay. So, entschuldigt, jetzt sind wir uns einig. Jetzt bleiben wir bei der Statur, Körpergröße. Größe noch einer. Ach, nee. Doch. Nee. Ach, da unten steht ja die Größe noch. Das also, du kannst. Nee, du kannst. Eine, die 92. Genau. Mach mal eins runter. Entweder. 92 fand ich aber gut. Okay. Gewicht. So, ne? Das? Ja. Nee, unser Dorf wurde ein bisschen mehr, das ist gut. Echt? Nein, komm, die Muskeln dann. So. Hm. So, Hautfarbe bleibt. Denke ich. Das ist Schokoladenmännchen. Hm. Und das Michelin-Männchen. Einverstanden. Ach, wenn du mein. Ghostbusters? Muskulatur, sehr schön. Mager, massig. Man muss übertreiben. Nee, ist hässlich. Ganz ehrlich. Das auch schon. Mach den mal doch noch ein. Nee, wir lassen den so und auch machen das so. Nicht so. So ist zu heftig. So ist so. Torso. Er muss einen Drachen erschlagen, der muss heftig sein. Mhm. Da gibt's 12 Torsos. Breitbrust. Gott. Die 10. Ich nehme Ballon. Die 10? Nee. Weil guck, da kommen die. Aus. Nee, die sind so klein. Also der ist ja so richtig schmal. Der ist ja nicht so wie ein normaler Mensch. Der ist ja kerzengerade. Ich würde schon denen sagen, die wir jetzt haben. Wie gesagt, da finde ich den Oberteil des Oberkörpers. Und der hat durch.
5. Ich würde sagen, geh dir mal jetzt. Und 3 mal. Oh, guck mal. Ganz ehrlich. So. Arme. Nee. Kann man nicht. Hier kann man keine Details einstellen. Arme. Auch wieder 12 Varianten. Beine ebenfalls 12 zu den Oberschenkel, zu viel Oberschenkel, zu viel Arsch. Das macht ihn zu dick. Zieht den Bauch noch. Mhm. Da ist in die Straße. Macht er nicht. Und noch die Haltung. Körperhaltung. Okay. Das ist zu hochnäsig. Ich würde sogar sagen, fast. Mhm. Mach Mitte. Ja. Gang. Jetzt kommt's. Mhm. Damenhaft. Das ist einfach so, wie es war. Das war schon okay. Ja. Ich finde das gut für den. Oder? Ich finde das gut für den. Gut. Hätten wir auch schließlich den Körper bearbeitet. Jetzt kommen noch die Narben. Bei den Merkmalen. Da möchte ich mir auch Zeit lassen. 48 Narben, aber das ist. Ich will eine Narbe. Aber nicht im Gesicht. Gehört? So, ja. Wir machen erstmal die Gesichtsnarben durch. Dann werden wir sehen. Das sind zu viele. Wo ist denn da die Narbe? Ach, da ist noch so klein. Ich sehe nicht, wo da die Narbe ist. Schwach anscheinend. So, am Arm. Das sieht doch gut aus. Und noch weiter. Wie so Kratzspuren. 15 und 16 gefallen mir gerade gut. Die werden dann nur an einem Arm. Ich merke, du bist still geworden. Darauf legst du anscheinend nicht so viel Wert. Ja, wie gesagt, also wie Sicht würde ich keine machen. Also wenn dann der 16, das kann man machen. 16? Mhm. So am Arm entlang ist okay. Sieht man das bei unserer Kleidung? Weil die Kratzspuren im Gesicht fand ich auch gut. Nee, ich nicht. Bleiben wir bei der 16. Wir müssen ja auch diplomatisch sein.
Falten. Das auf jeden Fall nicht. Sieht aus wie eine Mumie. Wie eine Mumie. Erste Stufe. Ganz der allerjüngste ist es auch nicht mehr. Wir wollten den. Ja, nicht so. Sehr hässlich. Gesichtsbehaarung. Oh ja. Okay, kommt nichts. Nein, das. Euch fällt bestimmt was dazu ein. Uns nicht. Uns fällt dazu nichts ein. Nee. Dass das nicht zensiert wurde. Naja. Ach ja. Runter die. Was haben wir denn? 20? Naja. Ja, nee, die Reihe. Einmal durch. Runter? Ich zeig mal die 22 und die 21. Dann wäre das. Ja. Aber wenn, dann würde ich hier diese Seiten schon noch mit reinlassen. Nur den Bart heller machen. Ja. Okay. Das ist wieder zu schnell. So. Das ist die Haarfarbe, die wir haben. Aber wir wollten den Bart wenigstens etwas heller gestalten. Ja, so ist so krass. Mach mal eins dunkler. Dunkler. Das ist ja unsere Haarfarbe. Ja, ist ja nicht schlimm. Zeig jetzt nochmal die Uhr. Steal yourself for combat! Ja, ist gut. Zeig mal die Ohren. Passt. Jo. So. Das hätten wir auch. Make-up! Das könnte man eigentlich überspringen, oder? Da hängt davon ab, was damit gemeint ist. Ja. Ja, das ist alles, oder? Ja. Das ist. Ja. Das sieht richtig. Aber hier nehmen wir was. Komm. Das finde ich richtig cool. Über einem Auge nur. Also, es sind nur 16. Mach, das wäre mein eindeutiger Fang. Ach, Details gab es auch. Ja, auf jeden Fall. Make-up-Farbe. Richtig mit Silber und Haut eigentlich. Mach mal was hoch. Nee, in so einem Grün. Ja, oder rot. Also das, was jetzt ist. Ach, guck mal, ich finde, es sieht silbrig, schimmernd. Magisches Symbol in die Haut eingebrannt. Danke. Dankeschön. Habe ich es jetzt bestätigt? Ja, habe ich. Farben anpassen. Inwiefern das jetzt? Haarfarbe, Hautfarbe, Make-up-Farbe, das hatten wir alles schon. Ja, anscheinend scheint es das gewesen zu sein. Und wir starten das Spiel nach gefühlten 10 Stunden Charakterbearbeitung. Aber jetzt mal ehrlich, damit kann man doch leben, oder? Ja. Ja.
bestätigt. Sind wir uns sicher? Ja, das wird unser Held für das gesamte Spiel sein. Ja, diesen Charakter spielen. Heute, liest du vor. Heute wie an jedem Tag branden Wellen sanft an den Strand in der Nähe eures kleinen Fischerdorfes. Mit warmer Sonne und den Kostbarkeiten des Meeres gesegnet, führt ihr ein einfaches, aber angenehmes Leben. Freunde und Familien versammeln sich an Lagerfeuern, um zu lachen und ihre wohlverdiente Ruhezeit zu genießen. Ja. Und das war's dann auch schon. Viel Spaß bei Dragon's Dogma. Have spoken, friends. The dragon's return is nigh. Join the honorable duke's ranks and help us be rid of the fell beast. Es scheinen Franzosen zu sein. Come to lay down rod and reel and take up the sword. Das. Könnte vielleicht eine spätere Geliebte sein. He's the dragon! Get to the boat! For your lives, go! Take a bar! Now, Negregor.
Christi. Mies vorate et malaga. Ein menschenherzfressender Drache. Aber sieht vom Gesicht aus halt auch schon ziemlich hammer schick gemacht. Wow. So. Es ist Zeit, eure Reise als Erweckter zu beginnen. Aber bevor ihr euer Herz vom Drachen zurückhalten könnt, müsst ihr euch vorbereiten. Ja, das denke ich auch. Okay. Das Haus des ältesten Adaro. Was werden wir hier wohl finden? So, dann kann ich euch gleich mal ein paar Erwartungen sagen. Ich erwarte eine freie Spielwelt, viel Spannung in 50 Stunden, natürlich etliche Zwischensequenzen und eine schöne Story. Ich hoffe, das ist bei dir, deckt sich ungefähr mit deinen Interessen. Eure Laufbahn bestimmt eure Standardattribute, eure tragbare Ausrüstung, eure Fertigkeiten. Okay. Kämpfer, Streicher, Magier. Streicher. Kämpfer, Waffen, Schwerter und Schilde, Nahkampfspezialist, der jede Abwehr durchbricht. Streicher. Dolche und Bögen, flink, anhänglich und ein Meister des Bogens. Magier. Und Magier, Stäbe und heilt und greift elementare Schwächen an. Okay. Ich habe nur Heilung, ich werfe einen Kämpfer. Ja. Also Magier ist, denke ich mal. Na, nur Heilung ist auch blöd. Wo? Kämpfer ist. Ja. Und da muss ja eh. Gandalf erstellen wir ja, genau, dazu. Ja, unbedingt. Okay. Also Kämpfer oder Streicher? Ja, nee, Kämpfer. Nur Bogen und Dolche. Komm, Kämpfer. Ja, und ihr werdet nur Dolche. Nee, wir machen Kämpfer und stürzen uns natürlich in den Nahkampf. Diese. Ja! Okay. Details gab's auch noch. Durchs Wasser entnehmen. Ja. Haltet eine leere Flasche, könnt. Achso, okay. Also brauchen wir erst eine leere Flasche. Und was ist das hier? Ergreifen. Das kann man ergreifen. Aha. Das ist aber keine Flasche. Nö. Okay. Da bist du hier? Oh, oh. The whole of it. Tja. Okay. Sagst du noch was? Da war eine Kiste. Ne, sagst du nicht mehr. Da hinten wohl. So, was haben wir denn hier? Leere Schriftrollen nehmen wir natürlich mit. Okay. Kannst du schon zuschlagen? Da wollen wir nämlich nichts. Kann ich den Typen hier vielleicht? Das ist ja brutal. Dein Gefährt. Mit L2 drücke ich die Waffen weg. Und Kiste auf der Bank kaputt. Mithridatium. Das nehmen wir natürlich mit. Und eine leere Flasche. Okay, dann kommen wir jetzt gleich sicherlich was nehmen.
sehr gut. Sehr Flaschen mit Wasser. Die werden später bestimmt auch wichtig sein. Eine große Nuss? Du Nuss. You say it left a glowing scar? Yes. The wound has closed, and it seems the worst has passed, but his heart lies silent. If you would face me, you are sure of this? Yes. Ill magic, the work of some curse. The whole world's already gone mad for fear of this dragon. Won't no good come of this. I must go see to the others, Kina. Kina! Tell me if aught changes. Die kommen wahrscheinlich erst nochmal beleidigt. Ja. Die Kina. Ist aber gar nicht mal so unhübsch. Vor allem hat sie lange Haare. Bis zum Arsch. Sag so, wie es ist. Bis zum Arsch und noch. Wir haben die ersten 2000 Gold erhalten, das ist auch sehr schön. Besiegt ihr Gegner oder erfüllt Aufträge, erhaltet ihr dafür Erfahrungspunkte. Mit jeder Stufe verbessern sich die Attribute. Mit Start könnt ihr das Pausenmenü öffnen. Dort könnt ihr eure Attribute, eine Karte und Auftragsinformationen ansehen. Na, schauen wir mal. Karte, Ausrüstung, Aufträge, okay. Chronik, was kann man hier machen? Kürzliche Vasallen geführten Gespräche ansehen. Wir haben noch keine Vasallen. Einführungs. Okay. Verwendete Vasallen. Kein Abenteuerprotokoll. Wir spielen seit 1,5 Stunden. Mhm. Eine Wovon Stunde. Eine Stunde Charaktererstellung, sag ich doch. Aufträge. Okay. Haben wir. Doch, haben wir schon. Nee, das sind die Aufträge. Genau. Und das ist dann sicherlich unser Inventar. Nee? Doch. Doch, haben wir schon was ausgerüstet? Dann sollten wir das tun mit X. Na, die Waffen. Okay. Kopf. Nee, die haben wir noch nicht ausgerüstet. Mal schauen. Müssen wir erst reinklicken. Die haben wir ja. Ja, aber ausrüsten müssen wir sie noch. Ja, sind sie doch. Ah, okay, gut. Mit was hatten wir sonst eben zugeschlagen? Stimmt. Aufgerissenes Hemd. Was? Ja. Was mit das? Naja, aber sicher. Oder das? Nein, aufgerissenes Hemd. Aber sicher. Das ist Inno-Garnitur. Genau. Arme. Beine. Oder so. Nee, ne? Plebejische Hosen. Haben wir so? Nehmen wir das auf Zurissenhemd, ja. Wollen wir damit anfangen. Genau. Okay. Fotos. Brauchen wir nicht. Speichern und beenden. Wir wollen nicht beenden, aber wir wollen mal speichern. Ja, sehr schön. Das speichert sich auch automatisch. Ich trinke mal was. Ich bin Alkoholiker. Bekennender. Und hier ist dann. Ah, okay. Gefradatium. Ein Gift aus eurem Körper vertreiben, die große Nuss, geringes Maß gesund. Gesundheit, Bestienrippchen, geringes Maß an Ausdauer und wieder Gesundheit. So, was haben wir noch hier? So? Werkzeuge. Flasche, genau, die haben wir gerade aufgenommen und die Sahne. Werft sie auf einen Gegner, um ihn zu durchnässen. Naja, bei Feuerbestien. Das ist ja später. Natürlich. Sinnvoll. Eine kleine Flasche Wasser. Der ja. Drache. Und eine Laterne, okay. Und hier haben wir noch. Die sind bestimmt zu verkaufen. Oder ja. Später? Kombinieren gibt's auch noch, okay. Waffen, ja. Die Zaubersprüche, Zauberschrift sollen, der geht später vielleicht. Ja, das ist das. Alles klar. So, dann. Gibt's hier noch was? Flasche mit Öl. Mhm. Und oh, ein kleiner Geldbeutel. Okay, na dann. You should be a bed. I wish you would not strain yourself so. Okay. Macht sich Sorgen um uns? Steht da. Ja. Dachst du noch was? The chief says your injury could be a curse on the dragon. Das muss der Drachen sein. If so, that's not something I know how to heal. But there must be a way. Schick mir dein Herz.
In diesem Fall wortwörtlich. You were not the only one to suffer the wrath of the worm, Kaz. There were many wounded. Others. Someone not so fortunate. Das sind bestimmt dann die Toten. The whole village was worried about you. They'd be well relieved to see you up and about. Perhaps you might go and see the others, if you feel well enough. Okay. Das werden wir tun. Aber hier ist noch was. Hier ist sogar sehr viel. Ich sehe noch ein Mithridatium. Festtagskuchen. Der wird bestimmt unglaublich wichtig sein für unsere Geburtstagsfeier. Okay. Da sind noch Kugel zum Zerschlagen. Kannst du den Besen aufnehmen? Aber den Eimer. Ja, auf jeden Fall. Ah, oh, so gut. Den Besen. Vielleicht kann man das hochkommen später. Ja, oder was putzen und dafür Geld verdienen. Meinst du, dass es diesen kleinen Hirn hier auch gibt? Nee. Genau. Mach erstmal deine Wohnung kaputt. Ist bestimmt nicht meine. Ja, dann kannst du sehr kaputt machen. Kann rausspringen und rauskommen. Das ist sehr schön. Aber man sieht nicht. Alles klar. Okay, wir verlassen unser angestammtes Zuhause. Ohne Laden. Das ist gut. Casardes. Okay. Ja, nach links hast du. Inhalt wird gespeichert. Guck ich mal nach links. Ja, ja. Also. Die Kiste wird so kaputt. Ich habe eine leere Flasche raus. Oder die war schon voll. Nee, du hast einen Eimer. Personen mit einem grünen Symbol haben neue Aufträge zu vergeben. Sehr gut. Man kann da bestimmt aufs Dach. Das wäre schön gewesen. So Assassin's Creed Live. Aber man kann übrigens kaum sehen. Man kann nicht sprinten. Kann man nicht. Nee. Oh. Eine Truhe. Ein Werktisch. Dann schleppen wir gerne und so. Manche Gegenstände können mit erstaunlichen Ergebnissen kombiniert werden. Habt ihr keine Scheu vor Experimenten? Okay. Und wie kombinieren wir? Mit kombinieren. Ja. Ja, wir haben zweimal Wasser, okay. Flasche mit Öl, Tonkrug. Werfen kann, um Lärm zu machen. Anordnen bestätigen, aber da steht keine Option kombinieren. Doch, Tatsache. Probier gleich mal aus. Kombinieren wir eine Flasche Wasser mit. Kannst du sowas kombinieren hier? Werktisch mit Besen zum Beispiel? Nee. Ach so, okay. Wie? Also anscheinend hätten wir dann was im Inventar, oder? Also der zeigt uns dann an, ob wir was im Inventar haben, was damit kombinierbar ist. Genau, okay. Übrigens, gucken wir kurz auf. Ja, ja, ne? Sehr schöne Halde, richtig nice. Sehr schöne Weitsicht. Beweglich oder JPEG? Zeig mal. Der Hintergrund? Bewegt sich das Wasser weiter im Hintergrund? Nee. Außer hier an der Brandung. Na gut. Also doch nur ein Bild. Kein dynamischer Hintergrund. Das ist ein Grundteil. Achso. Okay. Gucken wir gleich mal ins erste Haus rein. Guten Tag. Euer Haus. Ja, dann machen wir hier was kaputt. Schade. Die geht bestimmt noch kaputt. Besen. Nimm alles mit, was du kriegst. Genau. Bis wir nichts mehr tragen können, dann verkaufen wir es. Dann machen wir irgendwann was verkaufen können. Aber jetzt machen wir unsere eigene Einrichtung kaputt. Solange es uns was bringt, nicht wahr? Ist ja eh nur ein billiges Fischhaus. Irgendwann ziehen wir eine Villa ein. Hm. Wir sind ja schließlich der Auserweckte. Ja, genau. Der Auserweckte. Der Aufgeweckte. Hätten wir den schläfrigen Blick genommen, hätte das sogar gestimmt. Wir werden uns selbstverständlich bei einem offenen, richtig, selbstverständlich bei einem offenen RPG, bei einem Open World auch sehr viel Zeit für Erkundungen nehmen. Auch für die Erkundungsfans unter euch. Fischerhaus. Die Namen sind sehr kreativ. Doch, durchaus. Los. Schlag doch mal alles, kurz und klein, die Kisten. Guten Tag. Yes. Can be so burn the whole world up, way I see it. Save someone can stop him. Das werden dann wohl wir. Da
oben ist noch eine Kiste. Und ein Krug. Ja, der steht ja einfach daneben und ich mach erst kaputt. Runter, du musst nochmal runter. Ja, ja. Ah, sehr schön, noch eine Truhe. Hanf! Hanf. ja, ohne irgendwas, ne? Können dann auch anscheinend kiffen später im Spiel. Mit unseren Vasallen. Ja, da war noch eine Truhe hinter dir. Da. Aber ich muss jetzt nicht jede Truhe kaputt machen. Vielleicht, da war aber was drin. Ja. Klar. Und wenn da was drin ist, dann können wir das auch nehmen. So. Gehen wir erstmal da ist die Mini-Karte, okay. Wir gehen aber erstmal den Strand. Was da so ah. Wie denn nun? Also wie denn nun? Boah, wie der springen kann. Ja, wie spürtest du denn? L3. L3. Und das ist Zentrum. Total. Na, ich möchte mit dir reden. Walking about, cousin? With that wound, you are made of sturdier stuff than I, that's sure. Das sah aber aus wie eine Frau, ganz echt. Gegenstand zum Verschenken nimm ruhig. Nicht? Ich weiß nicht, was da wieder für gegeben hat. Nicht. Aber ein Fisch. Eine leere Flasche, sehr schön. Eine leere Flasche. Das ist sehr gut. Ah, Angelpose. Ja. Oh, sehr geil. Aber wir haben keine Angel, oder? Doch. Jetzt haben wir den. Kann man die benutzen? Probieren wir in den Tag. Ja, warte. Neue, da war's. So ein sonstiges. Angelpose, da der Sack. Blinker, der hat einen Angel. Achso, ne, wir haben noch keine Angel. Nur eine. Ja. So, rechts liegt da noch was. Musst du da gedrückt haben? Kann man schwimmen? Nein, das. Lieber nicht. Was war denn das? Aber man kann schwimmen. Aber ohne Herz vielleicht? Ja, das kann man. Also einfach L3 gedrückt halten, ja? Ja, ja. Hi. Talk of monsters so, überall umgehört. Seems this bride can be best at what's not to do, but avoid the water's edge. Das Ufer zu meiden. Wir haben es gemerkt. Ihr könnt eure Verbundenheit zu anderen Charakteren erhöhen, wenn ihr ihre Geschenke... Ihnen geschenken. Wenn Handlung begeht, die anderen Person nicht gefallen, verringern das ihre Verbundenheit zu ihnen und mit euch. Okay. Ja, da wird der Ausdauer sicherlich ab, ne? Ja. Aber eigentlich nicht, aber die ist ja ganz unten. Da hat man Messer. Sehr schön. Gut. Okay. Strand scheint nichts Besonderes zu sein. Dann gehen wir mal zum Boden. Klingelt! Hi. Zack. Ich guck mal schnell in die Flasche, wie spät das ist. Erwerbt Ausrüstungsgegenstände und nützliche Dinge in Läden oder bei fahrenden Händlern, die ihr auf euren Reisen trefft. Bist du einer? She's back! Make her be praised, she's back! The ale house is open once more! Okay. Okay, der scheint eine heimliche Liebesfrau. I was afield the day the dragon struck the shore. But I heard tell you charged it well. Natürlich. Ja, geh mal ins Haus. Vielleicht gibt's da was. War man da schon drin? Das ist ein anderes Haus. Sehr gut. Flasche mit Öl, okay. Im Laufe der Zeit könnt ihr Gesundheit und Ausdauer in einem Gasthaus und an jedem Ruhepunkt wieder auffüllen. Sehr schön. Pablos Gasthaus. Ja. An einem schwarzen Brett in ganz Gransis werden Aufträge ausgeschrieben. Botengänge oder Gefallen, die ihr übernehmen könnt. Das ist gut. Ja, gucken wir gleich mal. Was gibt's denn da so? Nehmen wir alle an. Schrecken der Landstraße, natürlich. Die Aufträge können wir uns ja später durchlesen. Erstmal alle annehmen. Kategorisch. Wir helfen jedem für viel Geld. Und noch bessere Ausrüstung. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht mit dir sprechen. Aber du kommst mir nicht, weil sonst petzt du. Tut mir leid. Das, ja, ich glaube, die Freundschaft mit ihr ist verringert.
Das war ein Pablo. Und mit Pablo ihm. okay. Mit ihr Pablo. Ein Messer. Ja, das ist gut. Beefsteak. Nee, Beefsteak. Pablo, willkommen bei dir. Oh, das kam daraus. Eine große Nuss. So. Würdest du nochmal runtergehen, da ganz am Eingang stand nämlich? Pablo. Nein. Nein, nein. Da, rechts rum. Ja, auch, aber rechts. Da, genau. Da war doch, da war doch, da war doch. An dem Schrank, an dem Schrank, da, genau. Ist was drin? Nein, ist nichts drin. Gut, weiter. Hm. Können wir uns vielleicht das Gästebuch klauen? Uns einschreiben, wenn der schon nicht will. Dann schreiben wir uns eben selber ein. Pablo! Nee, komm, bleib befreundet. I was a fear of the day that dich kennen wir. Ich kenne auch. Kennen wir dich auch? Oh. Up to your old mischief, Minnow. If you've time to gad about, make yourself useful. Oh. Jetzt können wir Auftrag oder was? We all knew the dragon was coming. The faith can keep their prophecies. The dragon always comes around. Der Drache kommt immer wieder zuverlässig wie die Jahreszeiten. I've seen it with my eyes. I was in the bloom of my womb. Ich stand in der Blüte meiner Weiblichkeit. Ja. Mhm. Weiblichkeit. Fate mocks me. I thought to run. Ines, schöner Name. Yet here I am again. Sei es eine Lehrerin von mir. Ines? Gut vorne. Da müssen wir hin. Wir gucken, wir rennen da jetzt erstmal hin. Das ist sicherlich der Fall nach Norden. So. Dahin. Oh, was ist denn das Bild? Ja, den nimmst du noch auf und dann drückst du bitte Start. Drück bitte Start. Ja, wir sehen doch da auf dem Mikro. Nein, drück bitte mal Start. Warum? Was willst du da? Würdest du bitte mal Start drücken? So, wir haben jetzt 2 Stunden gespielt. Ist schon so. Ja, ist schon soweit. Und der erste Eindruck, Olli. Der erste Eindruck, ja, positiv vor allem. Man muss, ja. Zwischensequenzen, super. Charaktererstellung, lang und noch super. Ja. Steuerung, sehr handlich. Vor allem vielfältig, weil man hat ja 3 Menüs nebeneinander. Genau. Mit Elements und Elements. Man hat, ja, Grafik. Für ein Open-World-Spiel ist super, man kann nicht meckern. Ja. Na? Ja. Also, ich kann mich nur anschließen. Dazu finde ich noch, dass es vor allen Dingen, gerade, ich muss mir nur das Fischerdorf angucken, vor allen Dingen für Erkunder und Sammler, für die Jäger und Sammler unter uns, ein sehr interessantes Spiel werden könnte. Gegner, denke ich, ist auch okay. Schon ganz am Anfang habt ihr gesehen, die Bestie war gar nicht mal so einfach für einen Einstiegskampf. Das Gegnerdesign war Hammer bei der Bestie. Richtig. Das sah super aus. Also haben sie wirklich gut gemacht. Effekte auch prickelnd und die Einstiegssequenz mit dem Drachen natürlich. Wäre schön, wenn wir noch verstanden hätten, was er gesagt hat. Ja. Wahrscheinlich hat er gesagt, du Arsch, ich fress dein Herz. Herz. Und dafür kannst du weiterleben. Weil ich so was ja auch total Sinn macht. Ja. Wir werden zur Story noch mehr erfahren. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Play at Home.